Wie sitzt es sich hier auf dem Enzi? Angenehmer als unten. Sie waren gerade unten, oder? Ja, voll. Und was haben Sie für Assoziationen, wenn Sie da so dieses Fell berühren? Also flauschig, angenehm, ja, gemütlich. Wir haben ja im letzten Jahr eigentlich unsere Bedürfnisse ganz schön zurückstecken müssen. Ja, voll. Was würden Sie sagen, waren das bei Ihnen für Bedürfnisse? Boah, im Allgemeinen eben, ja, rausgehen, Gesellschaft halt irgendwie genießen. Ja. Haben Sie irgendwas gehabt, was Ihnen geholfen hat? Allgemein viel Therapieerfahrung schon. Ja. Das hat mir geholfen. Ja. Voll. Aber ja, zu Hause Computer, das hat mich auch abgelenkt, aber ja, sonst nicht wirklich was. Eigentlich eher die Zeit versumpert. Mhm. Ja, ja. Aber Sie haben sich in der Zeit besonders, würden Sie sagen, um Ihre mentale Gesundheit auch gekümmert? Ja, das auf jeden Fall. Also das fix mehr als sonst. Was gab es da für Strategien für Sie? Sich der Situation bewusst werden, also wenn es mir jetzt nicht gut geht oder so, woher es kommt und dann halt aktiv was dagegen machen, aber ja, ablenken im weitesten. Ja. Hat für Sie Kunst oder kreatives Schaffen irgendeine Bedeutung? Ja, viel sogar. Also mein Vater war Künstler. Aha. Und hat mir ein bisschen was mitgegeben. Ja, es gibt einem das Gefühl, frei zu sein, im Prinzip irgendwie jetzt künstlerisch was zu machen. Also ich zeichne ein bisschen und ja, es tut gut im Prinzip. Haben Sie sich so auch frei gefühlt im letzten Jahr? Nicht wirklich, also frei, nein, nicht. Also Sie konnten sich da nicht ein bisschen austricksen selbst? Schon mal besser, mal weniger. Mhm. Also, ja. Wie geht's Ihnen? Jetzt momentan super. Und wann hat Sie zuletzt jemand gefragt, wie es Ihnen geht? Letzte Woche, so aktiv. Wer war das? Freundin. Jetzt so richtig aktiv halt, ja. In der Zeit der Lockdowns, sage ich jetzt mal, und des Social Distancing, wen haben Sie denn da am meisten kontaktiert? Ja, Schwester, Familie hauptsächlich. Also ich habe jetzt keinen großen Freundeskreis oder so. Von dem her eher familienbezogen und Familie. Halt, ja. Und hat sich da irgendetwas verändert in Ihren Beziehungen, in Ihren familiären, freundschaftlichen Beziehungen? Ja, es ist intensiver geworden. Also eben, weil jeder im Prinzip durch selber gegangen ist. Jeder hat seine Probleme gehabt, im weitesten halt mit dem Lockdown oder so. Und einfach, ja, mit Menschen, die man kennt oder halt, ja, sich austauschen. Super halt. Ja, das hat halt, ja, verbunden mehr. Glauben Sie, dass so eine Situation auch dazu beiträgt, dass man irgendwie offener spricht, schneller zum Punkt kommt, in gewissen Dingen mutiger ist? Ich glaube schon auch, aber es ist halt sicher auch von Menschen abhängig. Aber bei mir würde ich schon sagen, dass es ein bisschen gefördert hat, mich zu öffnen. Also, ja, allgemein offener umzugehen. Könnten Sie mal was über sich erzählen? Was denn so? In welche Richtung? Boah, ja, wie vorher schon gesagt, viel Therapieerfahrung, künstlerisch ein bisschen. Sonst lebe ich eher zurückgezogen, also eher introvertiert. Von dem her war es jetzt nicht so, so heftig, der Lockdown. Ja, habe eine Arbeit, wo es mir urgut geht. Ja. Wann haben Sie denn bemerkt, dass was Großes im Gange ist? Inwiefern? Also jetzt, also da muss ich sagen, ziemlich am Anfang. Ich bin da nämlich ziemlich ängstlich oder halt ja, im Allgemeinen eher ein ängstlicher Typ und habe gleich schon die Worst-Case-Szenarien im Kopf gehabt. Also ich habe eigentlich gedacht, dass es vielleicht viel schlimmer wird. Von dem her eigentlich eh gut gelaufen. Also von dem, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Ja. Also hatten Sie Angst? Oder haben Sie Angst? Ich hatte am Anfang extreme Angst, weil man da noch nicht wirklich wusste, wie jetzt Sterberate und bla Zeugs und so. Und mittlerweile eigentlich gar nicht. Da habe ich mir eigentlich eher schon gedacht, so teilweise ich würde mich am liebsten anstecken, damit ich mal weiß, erstens, wie es ist und zweitens, damit ich mal hinter, also ja, damit ich einen Bezug dazu habe. Wenn ich es überleben würde, sagen wir so. Aber keine Ahnung. Glauben Sie, wenn irgendwas von dieser Zeit bei Ihnen hängen bleibt, ja,
was ist das oder wie könnte man das beschreiben? Am ersten so gut wie möglich die Zeit nutzen, weil man eben nicht wirklich weiß, ja, wie es weitergeht. Also von dem her, das war für mich so ein bisschen ein Alarmsignal, das bewusste Wahrnehmen und so, ja. Was sonst? Auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden fühlen Sie sich im Moment? Im Moment eine 7. Ja, voll. Dem Wetter entsprechend. Haben sich Ihre Wünsche, Ihre Träume, Ihre Ziele in irgendeiner Art verändert? Nein, nicht wirklich. Also ich könnte es jetzt nicht sagen. Eventuell, wenn ich genauer drüber nachdenke oder so, aber nein, nicht Ziele. Also Ziele jetzt nicht aktiv, sondern einfach Lebenseinstellung, einfach bewusster, ja, bewusster leben. Gibt es etwas, worauf Sie stolz sind, was Sie in letzter Zeit mal erreicht haben? Oder auch eine Erkenntnis, auf die Sie gekommen sind? Ja, nicht jetzt wirklich. Ich freue mich, dass ich einfach meine Arbeit habe, die mich urstabilisiert. Ich mag, wie gesagt, ich mag die Arbeit. Und ja, und ich bin froh, dass ich halt auch während der Zeit arbeiten habe können. Also ohne Kurzarbeit oder so. Und ja, aber jetzt so richtig, nein, in dem Sinn eigentlich nicht. Kennen Sie Leute, die ihre Arbeit verloren haben? Aktiv kennen nicht, aber in Kurzarbeit halt gegangen sind und die sich nicht unbedingt gefreut haben. Also sind alles eher Arbeitsmenschen, wenn. Und das war eher frustrierend für die meisten eben, nichts machen zu können. Und, ja. Wenn Sie an irgendein Tier denken, an welches Tier denken Sie? Jetzt gerade Elefant. Und was macht den Elefanten berücksichtigungswürdig für Sie? Er ist groß, genau das Gegenteil von mir. ja, irgendwie dicke Haut, also ja, robust, stark im weitesten irgendwie. Ja. Haben Sie schon mal einen gesehen in echt? Nee. Außer Zoo? Ja, nein. Nicht so. Kurz schweigen. Gerne. Arbeitslangen Tag schon gehabt? Ja, es ist auch intensiv, doch eher persönliche Fragen zu stellen, verschiedensten Leuten. Ja, das glaube ich. Das saugt man auch alles auf, passiv, also von dem her. Wir haben ja am Anfang gesprochen von den, von dieser Couch und von den Bedürfnissen, die verdrängt wurden. Was bedeutet das für Sie, sich Ihren Bedürfnissen zu widmen? Also wie sieht das aus? Was es für mich bedeutet, Selbstliebe im weitesten und das halt fördern. Weil darin tue ich mir schwer. Von dem her, das hat in die Richtung einfach ein bisschen wachgerüttelt oder einfach ja, bewusster halt leben. Und halt auch automatisch gesünder im weitesten. Würden Sie mir den Namen des Menschen nennen, an den Sie sofort denken, wenn ich sage, denken Sie? Ja, Quentin Sohnemann. gibt es irgendein Ding, ein Gegenstand in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus, der für Sie sein ganzes Timbre irgendwie verändert hat, also dass sich der Blick auf dieses Ding auch verändert hat? Ja, voll. Also ich habe extrem viel Computer gespielt. Das hat sich in der Zeit voll geändert. Also von heute auf morgen ohne Grund einfach keine Lust mehr, irgendwie was zu spielen oder sonst irgendwas. Und eher in Richtung, also neues Hobby halt jetzt entdecken, halt Bild bearbeiten. Ja. Also der Blick auf Computer hat sich einfach geändert. Nochmal eine Skalierungsfrage auf einer Skala von 0 bis 10. Wie optimistisch blicken Sie in die Zukunft? Da ich ein Pessimist bin ich da, aber optimistisch würde ich auch eine 7 sagen. Okay.